Was geht ab, meine Lieben? Ich hoffe, ihr seid auf der Suche nach coolen Ideen für eure Werkstatt. Ansonsten seid ihr hier falsch. Wenn ihr aber auf der Suche nach einer innovativen, platzsparenden und portablen Kappsägenstation seid, die die Möglichkeiten eurer Kappsäge nochmal so ordentlich aufmotzt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Mein Ziel war es, genau so eine Kappsägenstation zu bauen, die dabei noch extrem stabil ist und mit der man bis zu 5 Meter lange Stücke problemlos bearbeiten kann. Der Weg von der digitalen Planung bis hin zum fertigen Produkt ist fast abgeschlossen und im heutigen Teil werden wir wieder ein großes Stück vorankommen. Bedanken will ich mich mal wieder bei Triton, meinem langjährigen Partner und Sponsor von meiner Arbeit, denn das gesamte Projekt baue ich für die Kappsäge TCSM 254. Wenn du nähere Details und technische Daten über diese Maschine hier wissen willst, dann werf mal einen Blick unten in die Videobeschreibung. Und wenn du generell noch auf der Suche nach Holzbearbeitungsmaschinen für den Hobby- und Heimwerkerbereich bist, dann bist du bei Triton genau richtig. Ich selber arbeite schon seit Jahren mit Triton-Maschinen und was ich damit schon alles gezaubert habe, tja, werf einfach mal einen Blick in meinen YouTube-Kanal. Auch im heutigen Video kommen wieder viele Triton-Maschinen zum Einsatz und deswegen würde ich sagen, nicht lange rumreden, sondern lasst uns direkt in den Bau springen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann würde ich dir mal ganz schnell empfehlen, check mal unten die Videobeschreibung aus. Ansonsten kann ich euch nur auch noch empfehlen, wenn ihr schon in der Videobeschreibung seid, die Baupläne auch mal kurz anzuschauen. Vielleicht findet ihr die ja ganz spannend. Auf jeden Fall, im heutigen Teil geht es mit dem Ding hier weiter. Aber bevor ich hier die Auflagen bauen kann, habe ich noch etwas anderes zu erledigen. Hier oben auf der Oberseite sollen dann später diese Auflagen angebracht und auch flexibel verstellt werden können. Das bedeutet, dass diese Oberfläche hier oben ziemlich beansprucht wird und da hatte ich mir halt überlegt, bevor ich das hier so im Rohzustand lasse, will ich da oben noch was, zumindest eine kleine Schicht Material aufbringen, die halt wesentlich mehr beanspruchbar ist. Und im Prinzip ist ja die Wahl vom Material relativ egal, ja, es muss wie gesagt einfach nur Material sein, das irgendwie besser beansprucht werden kann und da finde ich wie gesagt Holz nicht unbedingt die erste Wahl. Aber was ihr im Endeffekt nehmt, ist im Endeffekt eure Sache. Ich war dann bei einer meiner Shoppingtouren im Baumarkt, habe ich diese, Kompaktplatte, ich glaube, das ist auch so eine, man nennt sie auch Universal-Baustoffplatte gefunden. Die sind 3 mm stark. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Material die sind, aber ich denke, zumindest habe ich das gehört, sind die für so einen Anwendungszweck ganz gut geeignet. Die HPL-Platte lässt sich so ähnlich bearbeiten wie Kunststoff, also bei den Maschinen mit vielen Zähnen und geringer Drehzahl arbeiten. Vor dem Verschrauben habe ich noch ein paar Feinheiten erledigt, wie das Anfasen der letzten Kanten, um, und jetzt kommt's, Gewicht zu sparen. Na gut, das Abschleifen der Oberfläche habe ich dann auch noch erledigt. Und wie auch schon im ersten Teil, 3, 2, 1. Für den späteren Verstellmechanismus der seitlichen Auflagen dachte ich, es wäre eine gute Idee, einen 1,5 mm dicken Streifen aus Edelstahl zu montieren. Ich hätte auch irgendeinen anderen Stahl nehmen können, aber ich wusste es ja nicht besser. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass man Edelstahl nicht mit einfachen Metallbohrern bearbeiten kann, da ich nach den paar Löchern zum einen meinen Bohrer und zum anderen meinen Senker wegwerfen konnte. Aber na gut, geschafft habe ich es trotzdem und fürs nächste Mal gelernt. Bereits im ersten Teil hatten mir viele ein paar coole Verbesserungsvorschläge für meine bereits vorhandene Konstruktion vorgeschlagen und unter anderem hatten dort einige erwähnt, dass ich zum Beispiel zum einen hier unten so eine Querstrebe irgendwie einbringen sollte, einfach damit das Ganze oben vom Druck, ja, damit im Endeffekt hier diese Positionshalter auf Dauer geschont werden. Und obwohl ich es euch ja bereits gezeigt habe und auch gerne wieder zeigen kann, auch so in diesem Zustand ist das Ganze, zumindest laut meinem Standpunkt her, ja, wirklich ausreichend stabil. Ich fand den Vorschlag trotzdem wirklich cool und will ihn jetzt hier auch einbringen. Und zum anderen hatten dann auch noch ein paar geschrieben, ob ich hier nicht noch solche Querstreben noch so anbringen kann, damit das Ganze auch noch am äußeren Punkt gut stabilisiert wird. Auch diesen Punkt habe ich eigentlich von vornherein schon so konstruiert, ja, durch diese massiven Zapfen und auch noch durch das Fixieren, dass das Ganze eigentlich ganz gut halten sollte. Aber bei Outdoor-Projekten hat man manchmal halt auch mit riesigen Balken zu schaffen, die auch dementsprechend wiegen. Und ich glaube, da kann so eine zusätzliche Stabilisation gar nicht schaden.
Was ein bisschen tricky werden kann, diese beiden Optimierungen hier umzusetzen, ist, dass das Ganze noch gut in das Gesamtkonzept meiner Kappsägenstation passen wird, und zwar mobil, portabel, schnell auseinander und wieder zusammenbaubar und vor allem auch diese Extrateile irgendwo vernünftig noch zu verstauen. Als erstes werde ich mich jetzt hier um diesen Verbindungsbalken hier unten kümmern. Und dazu werde ich jetzt zunächst einmal das Ganze hier schön ausrichten. Und jetzt übertrage ich mir hier die Markierung für meine Aussparung. Und diesen Bereich muss ich jetzt ausarbeiten und die Fläche muss im Endeffekt im Wasser liegen, aber das Ganze werde ich hier nur per Augenmaß machen. Jetzt kann ich hier schön diese Zwischenstrebe auflegen und die liegt ja auch schön auf beiden Sachen einigermaßen plan auf. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass das Ganze hier hundertprozentig stimmt. Für die geplante Technik nutze ich das Spiel, was diese Beine hier haben, denn ich will, dass das Ganze so am Ende von dem Gewicht, was von oben kommt, in sich verklemmt. Die Aussparung, die ich ausgearbeitet habe, da kann ich ja wunderbar jetzt hier dieses Brettchen reinlegen. Und hier unten kann man auch erkennen, ich habe hier so eine Art Haken geplant, mit dem sich das Ganze dann später verkanten wird. Und dazu muss ich sozusagen die Gegenform muss ich noch hier in das Bein noch reinarbeiten. Und eine besonders stabile Lösung ist mir auf diese Art und Weise eingefallen. Ich habe die Aussparung jetzt gerade noch einmal ein wenig abgesenkt. Das heißt, ich habe sie mit der Handsäge und dem Stemmeisen noch einmal ein bisschen nachgearbeitet. Dann habe ich mir auch so 6 mm Multiplex- oder Pressspanplatte solche kleinen Plättchen angefertigt, die an der Seite schräg angesägt wurden. Die habe ich dann einfach hier eingeleimt und dann nochmal mit 2 Schrauben verschraubt. Und hier an dem Brett, das die beiden Beine später miteinander verbindet, habe ich mir an der Kreissäge so einen kleinen Falz noch rausgesägt und habe dort dann quasi auch mir diese Plättchen angefertigt und als Gegenstück dann dort auf der anderen Seite befestigt. Und jetzt kann man diese beiden Formen hier einfach ineinander reinlegen und so, wenn man sie reinschiebt, verkeilen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich dieses natürliche Spiel von den Beinen ausnutzen werde, wenn ich jetzt sozusagen die Sachen hier reinlege, ja, dazu muss ich die Beine so ein bisschen aneinander schieben, dann rutscht das Ganze hier rein und wenn jetzt der Druck von oben kommt, dann rutschen hier die Beine so auseinander und das Ganze verkeilt. Als nächstes will ich mich jetzt hier mit den Stützen beschäftigen, die dann später auch noch die seitlichen Ausleger, die ich jetzt mal kurz hier reinschiebe, die dann hier so die Last noch ein bisschen unterstützen sollen. Hier habe ich mir jetzt auch schon einmal aus dem gleichen Material, wie die gesamte Konstruktion besteht, aus 20 mm Seekiefer, ja, so spricht man das nämlich aus, das gab ein bisschen Verwirrung unter dem letzten Video, also Seekiefer. Auf jeden Fall habe ich mir aus dem gleichen Material mir solche Streifen angefertigt, die jetzt hier das Ganze noch einmal so unterstützen sollen. Ich habe jetzt einfach auf der anderen Seite, von der, wo man das Ganze hier so reinklemmt, habe ich jetzt hier noch einmal eine Aussparung ausgearbeitet. Das habe ich zunächst an der Tischbohrmaschine mit einem Forstnerbohrer gemacht und dann einfach mit dem Stemmeisen etwas sauber nachgearbeitet. Danach habe ich wieder so ein kleines Plättchen hier mit dem gleichen Winkel dort eingeleimt. Und diese Leisten hier, die klemme ich jetzt mit dem einen Ende hier unten rein und mit dem anderen liegt es hier oben auf. Und dann nehme ich mir einfach so ein kleines Plättchen, was ich mir zugesägt habe. Das hat den entsprechenden Winkel und das werde ich jetzt einfach genau dort befestigen. Und wenn alle Teile hier zusammengesteckt werden, dann ist die Konstruktion in sich auf jeden Fall einmal von einem bis zum anderen Ende komplett wirklich ausgesteift. Durch das Verkeilen der einzelnen Teile habe ich hier wirklich eine optimale Lastenverteilung. Denn wenn die Kappsäge dann hier in der Mitte draufsteht, alleine durch das Gewicht, das ja hier nach außen wirkt und die Gewichte, die dann später hier drauf liegen, das im Endeffekt wieder nach innen wirkt, gleichen sich diese ganzen Sachen wirklich meiner Meinung nach optimal aus. Aber der Clou an der ganzen Sache ist, wenn man das jetzt wieder auseinanderbaut, was wirklich super schnell geht, man kann die Verkeilungen einfach hier zur Seite rausschieben. Da kann man nämlich zum einen diese Keile hier oder diese Leisten, die passen exakt hier in diese Ausleger rein. Denn gerade für den Transport sollten diese Teile nicht irgendwo lose durch die Gegend fliegen. Auch die Länge habe ich fast exakt so gewählt, dass das Ganze hier schön bündig in diese Form hier passt.
Aber das ist nicht alles, denn wenn man dann auch zum Abtransport hier die seitlichen Ausleger wieder entfernt, dann passt nämlich auch dieser Balken hier unten in der Mitte, wenn man ihn wieder aussenkt, der passt nämlich für den Transport ziemlich genau hier in diese Aussparung rein. Und damit sind auch die zusätzlichen Einzelteile jetzt auch für den Transport sicher und vor allem praktisch aufbewahrt. Ich hatte mir anfangs kurz überlegt, diese seitlichen Stützen hier, anstatt mit der Grundkonstruktion zu verbinden, hier einfach einzelne Füße hier unten dran zu hängen, die dann später auf dem Boden aufliegen. Aber von der Idee bin ich relativ schnell wieder weggekommen, denn gerade im Außenbereich ist ja der Boden auch oft schief. Und je mehr Auflagepunkte man hat, umso mehr Höhenausgleiche müsste man da wahrscheinlich irgendwie, oder Höhenunterschiede müsste man da ausgleichen. Und dadurch, dass das hier alles in sich geschlossen mit der Konstruktion hängt und alles nur auf diesen vier Punkten liegt, ist das, wie gesagt, gerade bei unebenen Untergründen auf jeden Fall die bessere Variante. Dann ist mir im Nachhinein auch noch eingefallen, dass ich zusätzlich auch noch hier so äußere Stützen angebracht habe, falls ich dann doch mal größere Sachen habe. Die hätte ich mir jetzt im Endeffekt mit diesen Features hier eigentlich sparen können, denn so ist das Ganze auch in sich einfach stabil genug. Und an all diejenigen, die den Bauplan zu der Kappsägenstation schon gekauft haben, ihr werdet ein kostenloses Update von diesen Features hier auf meiner Homepage finden. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und diejenigen, die den Bauplan noch nicht gekauft haben, checkt einfach auch mal den Link unten. Dort werdet ihr beides finden. Und damit wäre diese Optimierung hier auch abgeschlossen. Ich habe euch das ja auch schon vorher gezeigt. Ja. Mit meinen 100 Kilo hat das auch schon ohne diese ganzen Streben hier wunderbar gehalten. Aber ganz klar, ich glaube, mit den Teilen, also nach mir könnte man da wahrscheinlich einen Elefanten drauf parken. Na gut, ein Elefant wird es nicht ganz sein, aber ein fettes Teil wird trotzdem auf dieser Station drohen, und zwar meine Kappsäge hier hinten. Und genau mit der geht es jetzt auch weiter, denn ich werde jetzt als nächstes die Auflagenflächen für die Kappsäge und die anderen seitlichen Auflagenflächen bauen, und damit wollen wir jetzt auch weitermachen. Der Bau der Auflagen für die Kappsäge und die beiden seitlichen ist wirklich nicht schwer. Ich halte mich hier wirklich an die Stückliste und die Maßangaben aus meinem Bauplan. Ich habe mir hier wieder alles aus 20 mm Seekiefer angefertigt, aber zusätzlich, um Gewicht einzusparen, werde ich manche Teile auch aus 12 mm Seekiefer bauen. Vor der Montage schleife ich noch schnell alle Teile mit 240er Schleifpapier und danach fase ich alle nötigen Kanten nochmal schnell an. Das muss man nicht wirklich machen, aber ich finde das immer schöner. Und die Montage an sich ist wirklich super einfach. Das Ganze wird einfach nur mit Leim und Schrauben zusammengefügt. Die einzige Sache, worauf man achten sollte, ich stecke hier schon einmal kurz die Teile mal zusammen. So ungefähr wird das Ganze dann am Ende aussehen. Und wichtig ist, dass der Abstand hier zwischen diesen beiden Brettern, das ist ja der, der später über die Schiene läuft, dass der minimal breiter ist als das Teil. Und deswegen habe ich mir hier mal ein Probestück zugesägt, da habe ich ein bisschen rumprobiert. Und das ist jetzt die ideale Breite, die ich benötige zwischen diesen beiden Dingern. Und auf ein weiteres Mal. 3, 2, 1. So, und dann lasst uns doch mal gucken, ob ich mich hier mit dem Abstand nicht irgendwie vertan habe. Oh. Perfekt. Und auf diesen Moment freue ich mich schon, seitdem ich mit dem Projekt begonnen habe. Und zwar zum ersten Mal hier einfach mal die Kappsäge draufstellen. Komm mal her, mein Schätzchen. Und Trommelwirbel. Scheiße. Was soll ich sagen? Nein, was sagt ihr? Gar nicht mal schlecht. Also ich muss auch sagen, das Ganze ist auch schon, einfach nur weil ich es hier reingelegt habe, super stabil. Aber das reicht noch nicht, denn ich habe hier nämlich schon einmal zwei Löcher vorgebohrt. Einmal hier auf der Seite. Und einmal auf der anderen, da kommen nämlich auch gleich nochmal so Sterngriffe hin, um das Ganze hier in der Position noch zu fixieren. Was ich auch noch sehr praktisch fand, ich habe hier unten einfach noch so eine Ablagefläche, so ein kleines Staufach gelassen. Eigentlich sind es hier die Winkel, die das Ganze stabilisieren sollen, aber zack, einen Boden reingezogen, schon hat man hier noch ein bisschen Stauraum. Bevor ich jedoch die Maschine hier oben auf der Grundplatte befestige, will ich zunächst einmal dieses Teil hier korrekt ausrichten. Und dazu werde ich mir zunächst einmal die Bohrpunkte vor den beiden Bohrungen hier auf das Mittelstück übertragen.
Die markierten Stellen bohre ich zunächst auf und dann füge ich dort wieder so ein paar Rampermuffen ein. Wenn euch interessiert, welche das genau sind, eine Materialliste zu dem Projekt werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Der Vorteil daran ist, wenn man das fixiert, zum einen wippt dann hier das Ganze nicht rum und gerade für später auch noch für ein genaues Maßsystem ist es einfach wichtig, dass man hier eine feste Position von diesem Mittelteil hat, wo die Maschine dann draufsteht. Ich übertrage mir die Bohrpunkte hier wieder mit einem Bohrer und wie schon gerade eben auch, bohre ich das Ganze so vor, dass ich hier auch Rampermuffen eindrehen kann. Mit 4 Sterngriffschrauben wird die Kappsäge auf der Grundplatte befestigt. Ich habe jetzt mal einen kleinen Sprung nach vorne gemacht, denn der Bau von diesen Auflagen gleicht wirklich sehr dem Bau von der Auflage für die Kappsäge. Das Ganze ist im Endeffekt einfach nur ein bisschen zusammengeschraubt mit einem Ticken Leim. Aber bevor ich das Ganze jetzt komplett installiere, will ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ich hier die Höhe an dem Teil anpasse. Diese Auflagen werden dann einfach hier oben auf diese Schienen gesteckt und können dann auch auf der Verlängerung über die komplette Länge verstellt werden. Und die müssen jetzt lediglich noch genau auf die Höhe hier von der Auflagefläche von der Kappsäge angepasst werden. Ich hatte mir auch überlegt, hier einen Mechanismus irgendwie zu entwickeln, mit dem man das variabel immer mal wieder einstellen kann, je nachdem, welche Kappsäge man dort hat. Aber ich werde das jetzt nicht verstellbar installieren. Trotzdem könnte man das theoretisch, ja, wenn man jetzt eine andere Kappsäge hat oder seine Kappsägen wechselt, könnte man das dann nochmal ein bisschen angleichen, ohne jetzt hier alles neu zu bauen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, ja, wie oft wechselt man denn seine Kappsäge? Ja, also das ist jetzt nicht so oft wie das Sägeblatt, würde ich mal behaupten. Und das macht man schon wirklich selten. Also ich denke, einen Mechanismus hier konnte ich mir bei der Höhenverstellung eigentlich sparen. Wenn ihr das unbedingt machen wollt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr natürlich auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch mal, wie ich das mache und meiner Meinung nach reicht diese Methode. Und jetzt habe ich hier auch nochmal so ein Stück, das identisch ist zu dem da oben. Und das muss ich jetzt einfach nur an der korrekten Stelle verschrauben, und zwar in der Höhe, die ich jetzt halt benötige. So, und um das jetzt korrekt auszurichten, nehme ich mir hier einfach so eine Richtlatte, sage ich mal, Hauptsache irgendwas, was möglichst gerade ist. Hier diese Aluminiumprofile, die sind auf jeden Fall gerade. Und die nehme ich mir jetzt als Richtmaß und richte hieran dann meine Auflagefläche aus. Ich will allerdings nicht, dass die Auflagefläche hier absolut bündig mit der Auflagefläche von der Kappsäge abschließt. Das soll minimal niedriger sein, einfach damit es ja beim Rüberschieben, dass das an keiner Kante hängen bleibt. Und deswegen nehme ich mir hier 2 von meinen Stahllinealen, die sind so ungefähr einen halben Millimeter dick, weil ich will auch nicht, dass der Versatz zu groß ist und die nehme ich jetzt einfach hier als Abstandshalter. Und genau in der Position fixiere ich das jetzt mit 2 Klemmzwingen. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob die Arbeitsfläche hier einigermaßen eben mit der Arbeitsfläche von der Kappsäge ist. Dazu kann ich einfach, ich hätte jetzt auch eine Wasserwaage nehmen können, aber mit dem digitalen Winkelmesser geht es auch. Und hier in die Richtung absolut ausreichend, sogar perfekt. Jetzt sind beide seitlichen Auflagen fertig und wie ihr sehen könnt, so wie es auch geplant war, dass das Ganze über die komplette Länge wirklich schön in jeder beliebigen Position verstellt werden kann. Festgeklemmt wird das Ganze dann einfach da, wo man es braucht, mit ein paar sanften Umdrehungen hier unten. Das Ganze reicht nämlich, da es ja einfach nur sich auf der Metallleiste verklemmt. Ich finde diese Art hier, das Ganze in der Position zu fixieren, wirklich die einfachste Methode. Ich hätte es jetzt natürlich jetzt auch mit so einer C-Profil-Schiene und irgendwelchen Nutensteinen machen können. Aber so reicht das vollkommen, denn die Last kommt sowieso hier von oben und liegt dann hier auf dem Balken drauf. Und diese beiden Schrauben dienen einfach nur dazu, dass das Ganze sich nicht nach links oder rechts bewegen kann. Und dadurch, dass hier Metall auf Metall läuft, ist das Ganze auch, was die Abnutzung betrifft, auf lange Sicht, ja, auf jeden Fall gesichert. Und was muss eine gute Kappsägenstation können? Nun ja, zum einen sollte man auf ihr gut und sicher auch große Balken bearbeiten können. Aber wie ihr seht, bei dieser Spannweite hier, ich wünschte, ich hätte jetzt einen etwas fetteren Balken da gehabt. Aber zumindest von der Länge habe ich jetzt hier ein 5 Meter langes Brett. Und 5 Meter, ja, Standardmaß im Außenbereich. Was sagt ihr? Ohne Probleme. Und genau auf diese Maximalgröße ist meine Kappsägenstation hier ausgelegt, denn genau so ein 5 Meter langes Brett einfach in der Mitte durchzutrennen.
Das geht wirklich super einfach, weil man einfach direkt nach dem Schnitt ja, nichts irgendwie festhalten muss. Man muss auch hier keine seitlichen Unterstützungen haben. Also wie gesagt, für Außenprojekte meiner Meinung nach, aber nicht nur für Außen, auch für Innenprojekte eigentlich, die perfekte Kappsägenstation. Und die andere nützliche Funktion, die jede Kappsägenstation auf jeden Fall haben sollte, ist ein vernünftiges und vor allem großes Maßsystem. Und auch hier habe ich etwas wirklich Cooles und sehr Einfaches geplant, wie ich, wie gesagt, ein präzises Maßsystem über einmal die komplette Länge hier noch installieren werde. Und ich hoffe, dich auch dort in diesem und letzten Teil zum Bau meiner ultimativen Kappsägenstation wiedersehen zu können. Vielen Dank auch nochmal an Triton für die langjährige Unterstützung von meinem Kanal und ganz besonders von dieser Videoserie hier. Ich kann euch nur die Baupläne zu diesem Teil hier empfehlen. Den Link dazu werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden, wie immer. Und an all diejenigen, die sich die Baupläne schon geholt haben, ein kostenloses Update, wie gesagt, stelle ich euch allen zur Verfügung. Alle Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch den Bauplan jetzt erst kaufen solltet, werdet ihr natürlich eine bereits abgedatete Version dort erwerben. Ich mache jetzt direkt weiter, stelle das Ganze fertig, damit ich endlich mit den Outdoor-Projekten für dieses Jahr beginnen kann. Es ist so viel Arbeit, aber da kommen so coole Sachen, Leute. Freut euch auf jeden Fall, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in den Videos wieder.